Ja, Leute, da sind wir wieder. Hallihallöchen. Schön. Haben wir jetzt hier eigentlich alle Ölfelder besetzt? Es scheint so. Ich hoffe. Willst du gerade mitfahren oder bleibst du noch? Ja, ja. Will ich mitfahren? Nee, ich hock mich, warte, bevor du jetzt loseierst. Ich hock mich lieber am Panzer, weil sonst suche ich den nämlich wieder und finden wieder nicht. So, mal gucken, ob ich jetzt richtig rumgedacht habe. So, hier kommen die leeren Fässer rein, jawohl. Ich habe den Zug, glaube ich, auch begrenzt, was die Anzahl der Fässer angeht, richtig? Ja, genau. Sehr schön. So, ich muss gerade mal gucken, nicht, dass mich jetzt hier irgendwie im Zug überrollt. So, wunderschön. Okay. Können wir hier sogar... was will ich, was brauche ich? Ich brauche, zum einen hier mal ein paar Tore. Und ich will jetzt mal unbedingt hochgehen, mal gucken, und weil mich interessiert jetzt auch, woran das jetzt tatsächlich hapert. Das hapert natürlich an den blauen Flächen. Na, logisch. Ja. Und dann wahrscheinlich an den roten Schaltkreisen, oder? Nee, die haben wir. Witzigerweise. Deswegen. Ach nee, an die Batterien natürlich. Batterien. Jo, logisch. Naja gut, das müsste ja dann gleich theoretisch wieder anlaufen. Ja, hier werden schon die ersten... Alter, wie der die Ölfässer verlagert. Ah, der ist zu langsam hier. Okay, dann nehmen wir einfach einen Filter und einen Stapelgreifer. Ich glaube, der ist... So, ich drehe jetzt einfach mal die Greifarme von den Akkumulatoren. Solange wir jetzt hier nicht genug haben, weil jetzt erstmal ist die Forschung definitiv wichtiger. So, 30 Ölfässer sind schon im Zug. Sehr schön. Ach ja, genau. Hier. Ja, der Lagertank hat noch 1,5 km, also... Die Verteidiger sind diese komischen Begleitroboter, ja? Ja, die Verteidigerkapseln. Genau. Ja. Gibt aber noch deutlich bessere, ne? Ja, gut, aber... Ich denke, die sind zeitlich begrenzt, hast du gesagt. Ja, die bleiben... Wo steht das? Lebensdauer der Roboter 45 Sekunden. Wenn du so einen Roboter im Inventar hast und dann mit der Maus drauf gehst, hast du relativ viel Information. Okay. Ah, da stand das gut. Jetzt muss ich gerade mal gucken. So, die könnte ich mal mitnehmen hier. Warum zum Teufel haben wir da 200 Kupferkabel drin? Wahnsinn. Irgendwie schaffst du es nicht. Was haben wir denn da noch drin? Das ist merkwürdig. So, dann könnte ich die hier mal nehmen. Dann haben wir da auch noch von den roten. Was haben wir hier so Witziges drin? Alter, da haben wir noch Lasergeschütztürme wie bescheuert da drin gerade. Und unten habe ich sie gesucht. So, elektrische Eisenförder. Aha, okay. Da hätten wir aus eben Grund auch noch Logistikroboter. Haben wir da noch so Witziges drin? Ach Quatsch, wo laufe ich denn schon wieder hin, ey? Da wollte ich doch gar nicht hin, hier. Da haben wir auch noch Akkumulatoren, was ist das denn? Das sind Lagerkisten. Aus den Lagerkisten wird das auch rausgenommen, wenn es gebraucht wird, oder? Wenn es gebraucht wird und angefordert wird, ja. Außer die Lagerkiste steht aus irgendeinem Grund nicht mehr im Logistiknetz. Ja, die stehen da voll drin. Ich glaub's nicht, es... Wow, hier steht ja alles, die ganzen Eisenplatten, cool. Achso, wenn ich jetzt aber schon hier war, dann nehme ich mal, das so. So, jetzt mal gucken, weil der hier, aus irgendeinem Grund, wenn da Öl ankommt, schafft der es nicht, das da rein zu pumpen. Jetzt schauen wir mal, ob das mit der Pumpe hier besser funktioniert. Gucken wir mal. So, der nimmt. Ei, hier läuft's. Gott sei Dank. Habe ich jetzt eigentlich hier noch die ganze Stahlproduktion da, die braucht er noch von diesen Produktivitätsmodulen, sehe ich gerade. Da müssen wir im Übrigen auch mal die schnellere mal erforschen, dass wir es auch überhaupt mal bauen können. Was? Nochmal bitte?
Von den Produktivitätsmodulen, also Geschwindigkeitsmodulen, müssen wir auch mal die zweite Stufe dann erforschen überhaupt. Ja, das stimmt, da hast du recht. Boah, und dann brauchen wir auch noch Prozessor, ne? Brauchen wir ja auch noch. Ja. Das wird noch lustig. Aber es läuft gerade hier mit dem Öl, hier geht's gerade echt gut ab. Hier kommt ein Zug nach dem anderen rein. Ja, das ist doch gut so. Das ist sehr schön. So, ich hab mal die... Brauchen wir für Kupfer die Produktivitätsmodule eigentlich nicht? Kupfer haben wir sowas von Amass. Was? Eigentlich haben wir Kupfer jetzt gerade nicht so da, ne? Mich wundert's gerade, dass das jetzt wieder so kommt, aber... Na komm. Haust du lieber rein, weil, Ja, einfach nur, weil wir sie haben und weil wir es können gerade. Das ist doch schön. Ja, nee, so viel, also wir haben es gerade nur, weil der Zug gerade eben da war. Aber jetzt ist das Fließband wird gleich wieder leer sein. Ich muss mal nach da oben gehen und da wollte ich nämlich ein bisschen was ersetzen. Habe ich nämlich gesehen, dass wir da zu wenig Erzanlagen, glaube ich, haben. Was, oben? Ja, da hat es noch ein paar Felder gehabt, die unangetastet sind, glaube ich. Kann ich gerade mal genau mit hoch. Da. Man nämlich noch ein bisschen. Außerdem, man könnte theoretisch hier extrem auch nochmal überall solche Dinger reinhauen. Solche blauen. Ne? So, was ich jetzt natürlich gerade sehe, ist, was jetzt ein bisschen doof ist. Das muss ich doch jetzt gleich mal korrigieren. Wobei, hier ist das relativ schwachsinnig. Weil da haben wir ja genug Lasertürme hier oben. Ach, der bleibt 120 Sekunden hier oben. Dann vermindere ich das mal auf 60 Sekunden. So, und dann kann ich hier nämlich eine Anforderungskiste hinsetzen. Und so. Ja, da Munition. Weil sonst hat ja unsere eine Seite ja absolut keine Munition hier. Okay, das ist schlecht. Genau. So. Und dann kann ich hier die ganzen Produktivitätsmodule noch reinklatschen. Ja, genau. So. Das haben wir jetzt ein bisschen optimiert nochmal. Ich hoffe, jetzt passt es auch, dass der Zug... Weil ich glaube, der Zug hat der hat da oben viel zu lange gewartet, glaube ich. So, aber Batterien? Kunststoff passt? Passen ist... Nee, ich meine, wir haben... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13 Montagemaschinen, die hier das Kunststoff verarbeiten. Ach du Scheiße, ey. Ja, also ich nehme mal an, dass wir das mal ein bisschen reduzieren können. Ja, ich guck mal, ob ich unten noch was optimieren kann. Ja, also was heißt unten? Also das Problem ist ja, dass sie halt zu viel an der Hauptlinie abgreifen. Oder wir müssen die Kunststoffproduktion halt einfach immens erhöhen, damit sich das lohnt. Ja, das meine ich ja, ob ich hier unten was optimieren kann. Weil der Öltank... Na, der steigt gut. Also eigentlich könnte ich nochmal eine Raffinerie hier hinklatschen, glaube ich. Ja, ich glaube, das mache ich. Okay. Aber selbst Kunst, selbst da wird gut produziert. So. Das läuft. Dachst du? Momentan schon, ja. Momentan schon, ja. So. Warum ist denn hier vorne eigentlich noch kein Stapelgreifer? Und warum kriege ich eigentlich keine? Wirst du ja gemobbt, ne? Ja, ich werde schon wieder gemobbt hier von unserem System. Ach, das Eisenerz wollte ich auch noch anzapfen hier. Okay, das darf ich nicht vergessen. Und dann muss ich jetzt hier mal diese Linie hier und eben unterbrechen. So. Finde ich interessant, warum ist das so? Ich meine, dann baue ich mir halt jetzt schon mal schnell ein, aber interessiert mich jetzt eigentlich schon mal, warum das so ist. So, das kommt dahin.
Und dann kommt das hier hin. Haben wir denn überhaupt genug Wasser? Da muss man dann nochmal sogar Wasser anschließen. Ich werde es gleich sehen. Strom ist jetzt an. So. So, dann läuft es ja jetzt hier oben noch endlich mal. Wunderbar. Gut, jetzt geht natürlich das Öl wieder runter, ist klar. Ja gut, das war ja zu erwarten. Ja, ja. Das ist... Gut, man muss natürlich auch sagen, unser Kupferzug ist natürlich auch immer nur halb voll, ne? Bevor er abfährt? Ja. Ja, ja, der soll ja lieber öfters fahren, erstmal. Als, dass er ewig wartet oben. Aber ich denke, durch die Produktivität, also Geschwindigkeitsmodule, die ich da jetzt gerade noch reinklatsche, gucken, ob sich das gleich erübrigt. Okay. Ah, jetzt kann ich ja nicht rumlaufen. Muss mal so laufen, so. Weil jetzt bekommt zumindest auch ab und zu mal die letzte Kiste was. So. Wie schaut's aus? Petroleum, ja, scheiße. Leichtöl, scheiße. Schweröl, scheiße. Ja, das ist gut. Das merk schon, es läuft. Ja. Na gut, aber ich denke mal, das wird sich dann auch geben. Ja, zumindest kommt hier oben schon mal Kunststoff wieder an und ein paar Batterien. Man merkt, die Forschung geht langsam weiter, Gott sei Dank. Ja, sehr gut, okay. Jetzt zapfe ich dann doch mal das Öl, Quatsch, nicht das Öl. Das Eisenerz fällt hier an. Ist natürlich nicht so viel Mauern. Wobei ich ja mal sagen muss, also so ein Kunststoffproblem haben wir ja die ganze Zeit ja eigentlich nicht wirklich, ne? Das ist eigentlich nur die Batterien, die, glaube ich, oder? Ja. Ja, wobei es hält sich in Grenzen. Also es sind eigentlich so die ersten fünf, die hauptsächlich nur arbeiten. Ich würde einfach mal sagen, wir reduzieren das einfach mal auf 6 Maschinen. Okay. Und den Rest packen wir einfach mal weg. Was hältst du so da davon? Abstand, ne? Ja. Ne? Ne, ich schraub's jetzt ab. Ne, ist okay, ist okay. Es bringt nichts, es ist einfach zu viel. So, haben wir denn so einen Erdfüller? Dann könnte ich das auch mal verwenden. Nö, habe ich nicht. Gut, dann bauen wir außen rum. So. Immer sehr witzig, bis die da angeflogen kommen. So, jetzt sieht man auch endlich mal, wenn man genug Konstruktionsteile hat, wie schnell das hier geht. So. Jetzt brauche ich natürlich hier noch ein bisschen Strom. Ich habe jetzt hier nochmal so ein Eisenerzfeld angeschlossen, das ich hier gefunden habe. Eigentlich direkt an unserer Basis. Ach, das untere da. Ja, ja, genau, das haben wir irgendwie die ganze Zeit ignoriert. Ah, okay. So, jetzt läuft der Hase hier. Jawohl. Gott. Haben wir Mauern in Logistik? Ist hier geruckelt. Ja. Oh, schön, dann. Kann aber auch sein, ich hab's ja die ganze Zeit noch drin. Ach nee, ich hab's nur auf 200 gestellt. Oh ja. Hallo Zug. Habe ich überhaupt Logistik? Ah, hier habe ich Logistik. Sehr schön. Ah ja, jetzt nochmal kurz darunter, weil ich jetzt nochmal ein paar Lasertürme setzen kann. So, kommen da Mauern? Ach, hier werden die gebaut. Ach, dann kann ich die gleich selber holen. Und ach, vor alledem da kommen sie. B. Einfach nur jetzt mal. B? Ja, ich. Ich baue jetzt hier unten die Kohle zumindest schon mal ab. Ne? Okay, wie gesagt, ob wir sie jetzt erstmal brauchen oder nicht, aber ich lagere die jetzt einfach nur hier unten. Ja, gut, okay. Also das war jetzt so mein Plan zumindest.
Oh, schön eingebaut. ein Türchen. Zumindest mal mit ein paar Förderern hier unten. Ja, alles, sag ich mal. Oh. Bauen wir einen Profi. Ich sehe das schon. So, Öl ist natürlich jetzt wieder leer. Ich sehe schon. Was bringt der Zug? Der bringt 14 Fässer und wir haben. Haben wir genug? Leere Fässer? Ach, der nimmt so viel leere Fässer mit. 1, 2, 3, 4, 5. Hä, hab ich den so? Ach nee, passt, der nimmt so wenig mit. Okay, muss ich mal gucken. Dann werde ich ein paar Fässer nochmal produzieren lassen. Auch nicht schlecht. Ich keine Greifer mehr? Es ist ja nur, dass falls uns mal wirklich die Kohle ausgeht, dass wir hier auf einmal so eine eiserne Reserve haben, die man dann einfach nur abgreifen kann. Weil ja, okay. Ich meine, schlussendlich ist es ja da. Ja, logisch, logisch. Ja. Nee, im Moment ist es ja so, dass der Zug, der Kohle hat, der steht eigentlich im Bahnhof und fährt erst los, wenn sein Waggon leer ist. Und der steht, glaube ich, seit 10 Folgen. Also in der letzten Folge hatte er noch 800 drin gehabt, jetzt hat er 400 Kohle. Ja gut, aber es ist ja halt einfach, warum soll es jetzt zeitlich nicht einfach weiter produzieren, ja? Naja, klar, klar. Ob wir es jetzt brauchen oder nicht, ist ja jetzt erstmal dahingestellt. So, ich möchte nicht zu viele Fässer hier im Umlauf haben. Wir können es leider natürlich auch wieder nicht einstellen mit dem Logistiksystem, das klappt nicht so gut. Weil das Zeug ja auf Fließbändern läuft. Außer, wartet mal, da können wir jetzt mal mit Kabeln rumexperimentieren. Mm. Oh Gott, jetzt geht's los. Oh, die haben wir noch gar nicht, so ein Scheiß. Jetzt will er es wissen. Oh. Jetzt muss man so, die auch noch forschen. So ein Kack. Nee, sowas, ist ja ekelhaft. Wo sind denn die? Die sind, ach, Netzwerkschaltungen, ja. Da müssen wir das als nächstes forschen, das geht ganz, ganz schnell. Nein, wir forschen erst Inventar, hier Logistik. Ja, die Netzwerkdinger brauchen nur grüne und rote, bitte erst das forschen, das geht ganz schnell. Na gut. Da haben wir auch keinen Materialmangel, weißt du? Das ist wohl wahr. Weil dann kann ich nämlich einfach sagen, wenn die Holzkiste hier mit Fässern voll ist, dann werden keine mehr nachproduziert. So, so. So, an Kupfer mangelt es immer noch, obwohl das eigentlich ein riesen Kupferfeld da oben ist. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, oder ich lass doch, ja, vielleicht lass ich zwei Kupferzüge fahren, dass wenn der andere unten gerade am Entleeren ist, dass der andere oben befüllt wird. Das bringt nichts, weil da oben ist da nichts in den Kisten drin. Nichts in den Kisten? Nein, so gut wie gar nichts. Ja, ich guck mir das mal an eben. Sowas macht ja erst Sinn, wenn der eine Zug in der Zeit, sag ich mal, komplett voll wäre. Ja, klar. Ja. Weil vorher macht das ja keinen Sinn. Ja, ich weiß, was du meinst. So. Guck mal hier. Kohle, wunderbar. Achso, genau. Ich wollte jetzt hier unten noch ein paar Lasertürme setzen, wobei die Frage ist, brauchen wir das wirklich? Eigentlich reicht die Verteidigung, die wir hier unten haben für das kleine Ding. Ja, die Umweltverschmutzung ist da unten auch noch sehr, sehr gering. Ja. Gut, hier haben wir schon die Arme. Ja gut, da ist nichts drin. Da ist auch nicht viel drin. Hier ist nicht viel drin. Ja, stimmt, hast recht, da kommt echt. Sag mal, warum kommt da so wenig in den Kisten, obwohl wir hier so viele Erzanlagen haben? Das finde ich jetzt echt mal krass. Das ist eine Frage, die ich hier so erstmal jetzt nicht beantworten kann. So, dann ist die Frage, ich würde ja sagen, dass wir gleich das nächste Ölfeld nehmen. Ölfeld da unten erschließen. Ja, definitiv. Ich komme auch gleich runter. So, wie viele Verteidigerkapseln darf ich jetzt hinwerfen? Sechs, oder? Sieben, glaube ich, war. Also du siehst es, wenn die Zahl, die Anzahl, ist halt so, da ist das so eine kleine Zahl, wenn du einen schmeißt. Und wenn die Zahl grün ist, dann weißt du, das ist Maximum. Aha.
sehe da keine grüne Zahl. Doch. Dann wirf halt noch mehr raus. Ah, welcher Ölzug ist das? Siehst du jetzt? Oh, oh, oh Gott, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Oh, der Kohlezug fährt mal wieder. Ist ja richtig was los hier. Aber das gefällt mir nicht, dass die hier so eine weite Strecke haben, bis die hier rausfahren dürfen. Ja, das ist einfach zu weit weg. Da hätte man das hier machen sollen und dann so rum. Aber okay. So, wo ist der Ölzug? Der... Da ist er. Ah, er kommt schon. Okay, sehr gut. So, wunderbar. Okay, das hätte mich dann da schon mal weggeräumt hier. Hast du jetzt die grüne Zahl gesehen? Nee. Hä? Wie viele Drohnen hast du draußen? Ich... Keine Ahnung, wie viel ich draußen hatte. Ja, aber dann... Du siehst doch die Zahl. Bist du so blind? Eine Zahl. Natürlich ist da eine Zahl. Wenn ich eine Drohne... Auf der Drohne steht eine 1, jetzt steht eine 2, jetzt steht eine 3, jetzt das steht eine 4, 5. Das wird bei mir nicht angezeigt. Hä? Wie ist das bei dir nicht angezeigt? Unten, neben deinem Gürtel, blinkt doch die ganze Zeit Alarm, Alarm und da steht eine 15 drauf, richtig? Ach so, da unten. Ach so, ja, jetzt sehe ich das. Da steht jetzt eine 2. Ja, ja, ja. Ach so. Ach ja, 7. Eieieiei. Ich gucke jetzt auf die Drohnen. Was will der da mit einer Zahl? Ach, du hast in der Menü geguckt. Ja, ich war gerade völlig verwirrt. Ich war gerade völlig verwirrt. Ach du Scheiße, jetzt habe ich... okay, das sollte man natürlich auch nur so begrenzen. Deswegen haben wir keine Fässer mehr, logisch. So, packen wir das da rein. Und die Fässer packen wir da rein. Okay, so. Jetzt ist natürlich hier das Kohlefeld im Weg. Dann brauchen wir hier gar keine Zugschiene mehr bauen. Das ist super. Ja, läuft, wa? Ja, jetzt kommen wir zu dem Thema mit dem Zug drehen, was ich nicht haben möchte. Jetzt muss ich überlegen. Warum? Mach doch einfach noch einen. Du stellst dich aber auch immer an, ey. Ja, bei Öl ist es so eine Sache. Öl macht es komplizierter. Du brauchst ja immer... Du brauchst ja immer genug leere Fässer. Ja und? Dann bauen wir halt welche. Dann verstopft... Irgendwann verstopft das System an leeren Fässern. Oder? Warte mal. Ja. Wieso sollten das verstopfen an leeren Fässern? Weil du keine Ahnung hast. Gut. Ja, das Argument lasse ich zählen. Ich erkläre es dir ganz einfach. Du hast oben eine Fabrik, die... nimmt die Fässer auf, leert sie und gibt es wieder ab. Ja. Umso mehr ich leere Fässer im System habe, umso mehr leere Fässer werde ich oben irgendwann haben. Und irgendwann staut sich das. Und wenn die Fabrik kein leeres Fass mehr rausgeben kann, kann es auch kein volles Fass mehr aufnehmen. Deswegen, ich muss immer gucken, dass nicht zu viele Fässer unterwegs sind, dass wir nicht da einen Stau kriegen. Sonst gibt es ein Riesenproblem. Aha. Und deswegen will ich eigentlich das so machen, dass der Ölzug von Station zu Station fährt und nicht pro Station ein Ölzug, weil das lohnt sich auch gar nicht. Der Ölzug, der ist nie voll. Guck mal, der hat jetzt hier 10 Ölfässer, mehr hat er nicht. Und das sollte jetzt eigentlich hier weitergehen, deswegen ist das Ölfeld hier kacke. Dann baue ich das jetzt um, warte mal. Muss ich die ganze Schiene weiter nach rechts setzen, dass ich hier vorbeikomme? Oder... Also ich weiß nicht, wie es euch so geht, Leute, aber ich höre die ganze Zeit gerade nur mi, 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 mi. Das sagen... Ja, ja. Du mich auch. Genau, Freck. Ja, für meine Zuschauer, da ich endlich mal meinen Mute-Knopf gesetzt habe, ich muss schon wieder husten. Toll, ja, toll. Meine Zuschauer hören's. Ja, es tut mir leid. Muss ich wieder hier rumschnibbeln? Ja. Apropos schnibbeln. Endlich mal ein guter Übergang. Wir sollten mal wieder einen kleinen Cut machen. Oh, ja, jetzt wo du es sagst. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute.